Jetzt mache ich das kleine Q&A. Ja, also ihr habt mir jetzt ein paar Fragen gestellt und die werde ich jetzt beantworten. Also, ich fange mal an mit der ersten Frage. Erste Impression von Neuseeland. Also, ich habe jetzt bis jetzt irgendwie noch nicht so viel gesehen, weil ich bin jetzt halt auch erst seit 3 Tagen hier und war eigentlich auch nur auf der Farm halt jetzt die ganze Zeit. Deswegen habe ich nur eigentlich die Farben gesehen und Auckland aber auch. Und Auckland fand ich super toll einfach. Also es war so. Ich habe natürlich jetzt noch nicht so viel gesehen von der Stadt, aber es war, was ich gesehen habe, war richtig schön. Einfach irgendwie, es war immer so hügelig auch. Also es war irgendwie so auf dem Berg auch manchmal. Und einfach, ja, es sah alles so cool aus. Und dann so von der Landschaft habe ich jetzt hier noch nicht so viel gesehen, aber auf der Farm ist es auch richtig schön. Also es ist einfach alles so ruhig und einfach so entspannt und sieht einfach alles so schön aus, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, also bis jetzt habe ich schon mal gute Eindrücke. Ja, die nächste Frage. Hast du Angst allein? Nein, ich habe echt keine Angst, weil, okay, es hört sich jetzt sehr weird an, aber so, ich habe ja mich. Also ich brauche halt irgendwie jetzt nicht noch so eine andere Person gerade zur Zeit. Also ja, weiß nicht, war halt irgendwie auch nie so ein Mensch, der dauernd jemand um. Okay, eigentlich schon. Ich brauche eigentlich schon Leute um mich, also auf jeden Fall in Berlin, aber ich glaube, es halt tut mir auch mal gut, so alleine zu sein, weil in Berlin war ich halt immer so, ich war halt wirklich irgendwie jeden Tag verabredet. Und jetzt ist es halt, weiß ich nicht, also ich kann, das ist richtig komisch mit mir. Einerseits mag oder brauche ich das irgendwie immer so mit Leuten, aber andererseits mag ich es auch voll gerne mal allein zu sein. Und gerade brauche ich einfach keine Person so um mich. Also hier sind ja eh Leute, aber ja, also ihr wisst ja, was ich meine. Und ich weiß nicht, ich war auch immer schon sehr selbstständig, deswegen habe ich jetzt auch nicht so ein Problem damit, mir halt alles so selber zu organisieren. Und man weiß außerdem auch, weil die Leute hier halt alle so nett sind, man würde ja, also die würden einem helfen, wenn man irgendwie Hilfe braucht oder sowas. Also man ist, also man fühlt sich nicht so alleine. Ich weiß nicht, aber so wie es ist, bin ich auf jeden Fall gerade froh. Ja. Außerdem ist ja auch immer so, wenn man alleine reist und so, dann lernt man halt auch viel schneller Leute kennen und deswegen freue ich mich auch schon drauf, wenn ich jetzt so weiterreise, dann immer neue Leute kennenzulernen, auch aus so anderen Ländern und so. Dann ist die nächste Frage, wie sind die Leute? Die Leute sind wirklich alle super nett und offen und sprechen dich dauernd an, wenn sie denken, du brauchst Hilfe und sind auch sehr lustig einfach irgendwie von der Art her. Ja, also wirklich. Und sehr fröhlich sind die auch. Ist auch sehr schön irgendwie zu sehen. Ja, was waren bis jetzt die schönsten Eindrücke? Okay, ist ja fast so wie die erste Frage. Aber ich habe ja, wie gesagt, noch nicht so viel gesehen. Aber das, als wir in der Höhle waren am ersten Tag, war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ja, okay, jetzt weiß ich wieder, gestern Abend, es war sowieso richtig komisch irgendwie, weil ich bin halt so um 18:30 Uhr oder so in mein Zimmer gegangen, wollte mich halt kurz ausruhen, habe mich hingelegt, habe mir dann so Musik angemacht und hatte dann geplant, halt irgendwie nach 30 Minuten wieder zu den anderen zu gehen und rauszugehen. Und dann bin ich irgendwie eingeschlafen und dann bin ich erst um Mitternacht wieder aufgewacht. War so, oh scheiße, ich habe noch gar nichts gegessen und so. Und dann bin ich halt so rausgegangen aus meinem Zimmer und dann war einfach so ein krasser Sternenhimmel da. Ich habe noch nie so viele Sterne gesehen. Es war also so schön, wirklich. Weil es ist ja hier auch eher so ein bisschen auf dem Land, also ein bisschen weiter weg von der Stadt. Und deswegen war der so krass. Oh mein Gott, ja. Das war auf jeden Fall auch ein wirklich sehr schöner Eindruck. Ja, okay. Was isst man dort? Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also man isst halt hier auf jeden Fall auch so Brötchen und Brot und sowas. Und dann hat sie bis jetzt irgendwie so einfach Suppe gekocht oder so Nudeln, also asiatische Nudeln und sowas. Also sie ist halt auch vegetarisch, deshalb
esse ich jetzt hier gerade nicht Fleisch oder Fisch oder so, aber ansonsten isst man hier, glaube ich, eigentlich auch viel Meeresfrüchte und sowas, was ich auch sehr gerne mag. Aber ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt hier so krasse Spezialitäten gibt. Weiß ich nicht genau. Hast du Heimweh? Nee, ich habe kein Heimweh. Also ich war auch noch nie so ein Mensch, der irgendwie schnell Heimweh bekommen hat. Aber nee, ich vermisse irgendwie Berlin gerade nicht so, muss ich sagen. Also klar vermisst man auch die Leute und so, aber also ja, weiß nicht. Aber hier ist gerade einfach alles so cool und das wird ja auch immer so in Neuseeland irgendwie so nachgesagt, dass es irgendwie auch so ein bisschen ähnlich ist wie Europa und so. Also das ist halt so eigentlich am anderen Ende der Welt, aber trotzdem fühlt man sich so ein bisschen wie zu Hause. Weiß ich nicht, ist halt einfach so entspannt und dadurch, dass die Leute auch so nett sind, fühlt man sich halt auch irgendwie so gleich willkommen und so. Also von daher habe ich eigentlich echt kein Heimweh und bin auch gerade echt mal froh, ein bisschen woanders zu sein. Wie ist es mit dem Englisch? Also mit dem Englisch ist es eigentlich besser, als ich gedacht habe. Ich hatte am Anfang halt richtig Schiss, so, weil ich dachte immer, dass ich nicht so gut Englisch sprechen kann. Aber es geht eigentlich echt wirklich. Also ich verstehe die gut. Ich kann auch okay, normal so kommunizieren eigentlich mit denen. Und es wird ja auch besser. Und ja, also es ist auf jeden Fall okay. Und gestern kam irgendwie der Vater von den Kindern hier dazu. Und da habe ich mich mit dem unterhalten und der meinte zu mir, dass ich voll gut Englisch spreche. Und ich habe mich voll gefreut, weil ich habe mich so richtig irgendwie unsicher gefühlt die ganze Zeit beim Reden. Und dann hat er das gesagt und dann war ich so, oh, okay. ja, okay, die letzte Frage ist, was musst du arbeiten? Heute war der erste Tag, dass ich gearbeitet habe. Und ich habe fast so, doch sogar 6 Stunden gearbeitet. Und wir haben einfach, also zu dritt haben wir gearbeitet und das ist dann eigentlich ganz cool, weil dann können wir uns einfach die ganze Zeit unterhalten und so. Also das hat auch Spaß gemacht. Ich habe halt, musste halt auf dem, so im Garten, das ganze Unkraut die ganze Zeit so rauszupfen. Es war halt ein bisschen anstrengend auch im Rücken und so, aber ja, an sich, also ich finde es sowas voll beruhigend irgendwie. Ja, also es war eigentlich echt gut. Mal sehen, was morgen dann kommt. Wahrscheinlich auch wieder sowas oder wir sollen auch mal, glaube ich, jetzt so Samen pflanzen oder so für den Sommer, der jetzt kommt. Ja, okay, das waren jetzt die Fragen und viel Spaß weiterhin mit dem Video. Oh, und ich wollte noch zeigen, ich habe so eine schöne Kette gemacht, weil Katie, die eine, die hier halt auch hier ist, die hat irgendwie so ganz viele Steine mitgebracht. Ich weiß nicht genau, woher sie die hatte. Und dann habe ich einfach dieses, ja, dieses Teil, also, das da hat rumgemacht. Genau, und jetzt habe ich das so als Kette und trage das immer. Ich finde es irgendwie voll schön. Okay, I do. Oh no. Sweet girl, right
it's a cruel, cruel world, cruel, cruel world. My pins are known to a strong KG. Hurry up, and I don't know why. Shoot, 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 60 times. 60! Shoot, 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 till I die. Shoot, 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 till I die.